Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Steel Division Normandy 1944. In der letzten Folge haben wir weiter in der vierten Kampagnenmission der deutschen Kampagne gemacht. Und ja, ich habe zum Ende hin nochmal abgespeichert, weil wir es geschafft haben, zumindest Colville zu halten. Wir haben unsere Truppen hier doch relativ gut positioniert, wenn ich das mal so sehe. Und auch wenn wir diese Mission in diesem Durchlauf wieder nicht schaffen werden. So sehe ich doch, dass wir insofern Fortschritte gemacht haben, als dass wir gute Positionen für unsere Fahrzeuge gefunden haben und jetzt definitiv wissen, oder sagen wir mal so, wir sind definitiv ein Stück schlauer, wie wir es vielleicht doch noch schaffen können, diese Mission erfolgreich zu absolvieren. So. Wir werden gleich den alten oder einen etwas älteren Spielstand nochmal laden und werden es dann nochmal genauso machen. Das erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben hier unsere Fahrzeuge umpositioniert und diesen Panzer hier unten hier einfach stehen lassen. Der hat hier, ich glaube, es waren nur Truppentransporte abgewehrt. Hier, die waren doch relativ effektiv hier beim Zurückhalten feindlicher Fahrzeuge. Und auch hier, die Infanterieposition hier, die war wirklich sehr, sehr gut. Bis auf von einer Pioniergruppe, die sollten eigentlich hier in diesen Wald. Da waren dann die Briten aber etwas schneller. Die werden wir beim nächsten Mal mit hier in dieses Waldstück erstmal stecken, um die feindlichen Angriff durch die Infanterie abzuwehren. Dieses Fahrzeug hier haben wir hier vorne hingestellt. Das war auch wirklich eine gute Entscheidung. Das werden wir beim nächsten Mal auch nochmal so machen. Und auch die Positionierung dieser Fahrzeuge hier war wirklich gut. Ja, den Panther erstmal nur hier stehen lassen, den hier auf der Straße etwas weiter zurück, die Reichweite der Pantherkanonen voll zur Wirkung kommen lassen. Ja, den Vorteil aus der Reichweite ziehen. Und ja, das hat gut funktioniert. Hier weiß ich immer noch nicht so hundertprozentig, was wir machen können. Unsere Fahrzeuge werden ja einfach relativ schnell zerschlagen bzw. zerstört. Aber ich habe auch dort eine Idee. Und zwar möchte ich hier vielleicht noch ein bisschen mehr mit Artillerie arbeiten, welche den Feind einfach zum Rückzug zwingt. Ja? Mehr brauchen wir eigentlich an dieser Stelle gar nicht. Artillerie, den Feind zum Rückzug zwingen, sich zurückziehende Einheiten möglicherweise bekämpfen und kleine Schritte nach vorne wagen. Ja, das ist so das, was ich jetzt langsam plane. Ja, also ich glaube, ihr hört schon, ich bin relativ optimistisch, dass man das noch so hinkriegt. Also es kommen mir Ideen, wie man das Ganze hier noch schaffen könnte. Okay, hier oben die Infanterie, ja, die ist hier stark im Bedrängnis, wir sehen es. Vor allen Dingen, da müssen wir auch mal drauf reagieren. Ja, also der Feind, der reagiert natürlich auch immer auf das, was wir tun. Deswegen ist das Bild des Feindes in jedes Mal, wenn wir diesen Speicherstand neu laden, immer ein kleines bisschen anders. Ja, ihr müsst mal mit drauf achten. Der Feind, also die KI ist wirklich gut. Die reagiert schlau und schnell auf unsere Aktionen. Ja, und deswegen bin ich gespannt, wenn wir unsere Aktionen jetzt gleich wieder optimieren, wie wird der Feind darauf reagieren? Ja, das ist auch immer so eine sehr, sehr spannende Mechanik. Okay, also laden wir nochmal den etwas älteren Speicherstand und probieren das Ganze nochmal. Okay, so, wir halten die Spielzeit an, gucken uns nochmal das Schlachtfeld an. So, und dann fangen wir hier an. Also hier Kanonen einschalten. Jawohl. Und dann direkt das Fahrzeug hier angreifen. Dieser Panzer stand hier ziemlich gut. Hier werden wir zur Unterstützung. Ich muss mal ganz kurz gucken. Vielleicht. Ja, wisst ihr, was wir tun? Die U-304. Die stehen hier relativ nutzlos rum. Wir schicken einen hier mit an die Waldgrenze und den anderen auch hier. So ein bisschen mit dieser Baumreihe geschützt, aber wirklich nur ein bisschen. Dann, das Maschinengewehr war hier in optimaler Position. Das machen wir nochmal. Naja, ich sag mal, die Sichtweite ist stark eingeschränkt. Wisst ihr was? Die schicken wir hier so an Rand. Dahin. Dann unterstützt durch die 10er Pioniergruppe. Dann haben wir hier noch eine Pioniergruppe.
Die wird hier oben, wie vorhin auch schon, oder beim letzten Mal schon, in die Häusergruppe gehen. Dann haben wir hier noch diesen U304. Den sollten wir vielleicht auch mal etwas effektiver nutzen. Sichtgeschützt zu dieser Straße hier, wo ja noch Verstärkung runterkommt, schicken wir den ebenfalls hier oben hin. Ja, so. Und dann haben wir noch die Sturmpioniere. Ja, die gehen einfach mal hier oben in das Haus und ihr geht hier in das Haus. Ihr könnt leider nicht mehr so viel machen, weil ihr ziemlich ausgebrannt seid. So, dieses Fahrzeug hier, den hatten wir hier oben stehen. Die komplette Seite komplett abgedeckt, also geschützt, das meine ich. Nach rechts hin wird der nicht gesehen. Und hier mit einem guten Einblick aber in das Feld links. Das hat ziemlich gut funktioniert. Das probieren wir nochmal. So, hier den Wirbelwind unterstützend mit nach vorne bringen. Der kann gut gegen leichte Fahrzeuge vorgehen. Der Panzer bleibt hier erstmal stehen. Und hier werden wir jetzt unterstützend zwei Wurframen uns besorgen. Die. Wie weit ist die Reichweite? 1300 Meter. Ja, die müssen noch ein bisschen sichtgeschützt sein. Die bringen wir hier oben hin. So, dieser Panzer hier, ein Stück zurück, wie ich eben schon sagte, Reichweite ausnutzen. Dieser Opel Blitz hier, die Munition brauchen wir dringend an anderer Stelle. Hat das letzte Mal hier über das offene Feld verlegt. Das war echt Käse. Ich möchte, dass der. Die Munition der Panzer hier ist voll aufgefüllt. Da ist noch nichts passiert. Ich möchte, dass du erst einmal schnell nach hier unten verlegst. Und der U304 hier, der ist auch relativ nutzlos. Ich möchte, dass du. Na, der wird hier oben lang fahren. Wir probieren es einfach mal. Der soll relativ schnell nach da oben verlegen. Diese Infanterie hier. Die wird mal hier oben hingehen. Und dieser U304 geht mit hier hin. So, die hier oben bleiben dort. Und damit sind wir durch. Ah, er hier braucht neue Munition. Er fährt hier dem Munitions-LKW entgegen. Okay. Sehr langsame Spielgeschwindigkeit. Schauen wir uns an. Feindliche Flugzeuge in der Luft. So, ich möchte, dass du hier die Infanterie ausschaltest. Ah, die treffen nicht, ne? Das ist der Wahnsinn. Die stehen hier. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die hier so unter hohem Druck stehen oder was, aber die treffen einfach nicht. Ne, du bleibst da stehen, bitte. So, er kümmert sich hier um die Bomber. Die werfen hier aber schon ab. So, Crusader AA. Seht ihr das? Der hat schon wieder daneben geschossen. Es ist zum Verrücktwerden. Wirklich, es ist wirklich zum Verrücktwerden. Und er verlegt hier oben die Straße entlang. Das ist auch interessant. Ich hätte jetzt erwartet, dass er hier oben über das Feld verlegt. Das ist natürlich richtig blöde. Das hätte ich mir jetzt anders gewünscht. So, mehr Artillerie, gleichzeitig Panzerunterstützung. Verlegt hier auf die Kreuzung, um hier oben mitwirken zu können. Ach genau, und den Panzer hier. Das hatte ich jetzt völlig verdrängt. Du verlegst. Ich glaube, du standest beim letzten Mal hier. Du sollst dahin verlegen. Den hatte ich jetzt vergessen. Verdammt, das war jetzt vielleicht schon ein Fehler, der uns hier einiges kosten wird. Ihr verlegt hier vorne hin. Weiter. Oder könnt ihr eventuell schon von hier wirken? Ne, ist noch außer Reichweite. Ihr braucht noch einen Moment. Hier, die rücken noch vor.
Okay, was haben wir hier verloren? Ach, den U304 hier oben. Ja, okay, das wundert mich jetzt wirklich gar nicht. Das war ein bisschen blöd. Da hätte ich noch ein bisschen mehr Feintuning machen müssen. So, und hier, ich will nicht länger warten. Ich möchte, dass die Artillerie hier jetzt anfängt zu wirken. Dorthin. Du noch ein Stück weiter nach vorn verlegen. Hier hin. Was haben wir da jetzt verloren? Ach, der U304, der hier verlegt hat. Naja, okay. So, weiter Artillerie. Da oben hin. Artillerie fängt schon an zu wirken. Sehr schön. Okay. Wirbelwind wird angegriffen. Ach so, durch Artillerie. Na, wir sehen schon, der Feind scheint auf dem Rückzug zu sein. Dann außer Sichtweite. Okay. Hier in die Dorfmitte vorrücken. Bitte schnell. Du bleibst da stehen. So, du verlegst dann hier mal zu den Wurfrahmen. Hier soll mehr Artillerie rein. Was haben wir jetzt hier verloren? Oh, das gibt's doch nicht. Wodurch bist du jetzt zerstört worden? Ist hier Infanterie in den Gebäuden? Schaut mal, also es ist von vorne kann es nicht gewesen sein. Da ist keine Sicht. Von der Seite, da müsste ja hier was sein. In diesem Bereich hier müsste ja dann was sein. Kann natürlich sein, dass wir es nicht aufgeklärt haben. Aber ich weiß nicht. Ich sehe da nichts. Na gut, müssen wir jetzt mal so stehen lassen. Schade. Machen wir weiter. Artillerie kommt. Und sie haben den Samoa ausgeschaltet. Ah, ärgerlich. Ich hätte jetzt echt gehofft. Pioniere haben sich. Ah, okay. Die Pioniere haben aufgegeben. Aus welchem Grund auch immer. Und ihr könnt das Ziel von hier nicht einsehen. Okay. Auch interessant. Schaut mal, und da ist es wieder. In der letzten Runde, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, ist diese Infanterie hier aufgetaucht. Plötzlich ist sie ein ganzes Stück weiter links und taucht hier bei den Häusern auf. Interessant. Ansonsten ist erstmal alles so wie vorher auch. Machen wir mal weiter. So, ihr könnt. Na gut, ihr habt keine Munition mehr. Aber der Munitions-LKW ist gerade auf dem Weg. Okay. Also, Wurfrahmen haben tatsächlich nur 4 Schuss und müssen dann direkt nachgeladen werden. Hier wurde ein Maschinengewehr ausgeschaltet. Aha, da sind noch mehr. Also waren das tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gruppen Infanterie, die hier auf uns zukommen. So, hier haben wir einen feindlichen Panzer. Ist aber ausgeschaltet. Hier kommen sie näher ran. Ihr werdet jetzt gerade mit Munition versorgt, hoffe ich. Sehr schön, die werden versorgt jetzt.
Hier scheint was vorzurücken, was wir noch nicht im Blick haben. Die feindliche Infanterie zieht sich zurück. Dann möchte ich, dass ihr mal da oben hin verlegt. Du verlegst hier hin. Du verlegst hier hin. Du verlegst hier auf die Straße. Ihr geht hier ins Gebäude. So, ich hoffe, ihr öffnet jetzt gleich schnell das Feuer hier. Jawohl. Die Gruppe befindet sich hier auf offener Straße. Ist jetzt in Schockstarre. Hier oben wird auch die Infanterie zerschlagen. Wunderbar. Die ziehen sich wieder zurück. Das war wichtig. Unsere Truppen sollen hier vernünftig vorrücken können. Ihr habt die hier im Blick. Ihr habt die im Blick. Oh. Wir werden hier von der Luftabwehr behagt. Beziehungsweise er. Zieh dich mal ein Stück zurück. Okay. Hier haben wir eine Gruppe rechts. Zwei Gruppen. Ah, die gehen wieder auf das Maschinengewehr. Ah, das ist nicht gut. Geht mal zurück. Da in das Gehöft. Aber ich glaube, das wird nix. Dann haben wir jetzt wieder Punkte. Dafür würde ich jetzt hier mal noch einen Panther holen. Und ihr verschießt mal wieder eure Artillerie. Wobei man jetzt gerade nicht so hundertprozentig weiß, wo hier der Feind ist. Na, da ist ein Firefly. Versuch mal den zu kriegen. Okay. Also hier in der Mitte, da machen sie einfach zu viel Druck, Leute. Und da kommen halt immer noch so viele Fahrzeuge. Schaut euch das mal an, wie viel Panzer die haben. Wir können es nicht anders machen, als die mit. Ja, schaut euch das mal an hier. Das ist ja der Hammer. Wirbelwind ist auch ausgeschaltet. Der Panther wird sich gern zurückziehen, aber die Einheit steht unter zu großem Schock. Hier oben haben wir einen Crusader Anti-Air. Wäre immer ganz gut, wenn du den hier bekämpfst. Ja, macht er auch. Und der Panzer 4 muss jetzt auch dran glauben. Und da kommen immer mehr Fahrzeuge nach. Eieieiei. Ich beobachte jetzt gerade einfach mal nur. Also hier waren plötzlich deutlich, deutlich weniger Fahrzeuge, als das vorher der Fall war. Dafür kommt hier nochmal mehr über die Mitte. Ja. Okay. Ich lade nochmal neu. So. Das können wir ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr schaffen. Deswegen jetzt nochmal ein Neustart. Und. Hier kam plötzlich auch nichts mehr, ne? Aber wir können diesen Panzer hier nicht einfach woanders hinschicken. Dann die Infanterie hier oben. Die gehen wir mit den beiden hier an. Dann die gehen dort hinein. Das Maschinengewehr geht hier hinein. Das war schon in Ordnung.
Dann die Truppe, die hier oben reingegangen ist, die hat es nicht geschafft. Die schicken wir einfach mal hier unten hin, erstmal nur. Moment mal. Ne, die Zehner hier hin, ihr dorthin. So, die Pioniere schicken wir einfach erstmal hier oben wieder nur in die Häuser. Und du warst eigentlich auch in Ordnung. Die schicken wir aber erstmal nur hier unten hin. So, du überlegst hier unten hin. Ich hoffe jetzt über die Felder. Und auf dich habe ich eben zu wenig Acht gegeben. Du gehst mal hier hin jetzt. Okay, die Wurfrahmen waren relativ fix da. Ich möchte aber dieses Mal für die Wurfrahmen sofort den Munitions-LKW mitliefern, damit die öfters schießen können. So. Du wieder hier unten hin. Du hier hin. Du. Verlegst erstmal hier hin, damit du nicht hier die Straße entlang fährst. Du verlegst erstmal nach hier unten. Ihr habt es bis hier oben hin geschafft. Das war in Ordnung. So, und den Rest warten wir einfach erstmal ab. Ich glaube, wir haben alle Befehle gegeben. Weiter geht's. Ach ja, du. Weiß nicht, ob du es jetzt noch schaffst, hier den auszuschalten. Na, schießt natürlich wieder daneben. Er schafft es nicht. Er schafft es einfach nicht, Leute. Hier mal einen ordentlichen Treffer zu landen. Es ist zu verrückt werden. Ach, der Wirbelwind. Der Wirbelwind, den bringen wir mal auf die Mitte der Straße. Die Wurfrahmen sind gleich schon da. Und hier eröffnet der Panther jetzt das Feuer. Als erstes steht er sich einem Sherman gegenüber, den er auch direkt zerschlägt. Sehr schön. Ein wunderbarer Treffer. So, die Wurfrahmen sind schon da. Da wird direkt das Feuer eröffnet. Da ist der nächste Panzer zerstört worden. Wunderbar. So, der zweite Wurfrahmen ist jetzt gleich auch in Stellung. Der soll auch das Feuer öffnen. Und hier haben sie jetzt den Samoa ausgeschaltet. Der trifft nie. Die treffen mit dem ersten Schuss. Es ist so verrückt werden, Leute. Wirklich. So. Wäre natürlich schön. Schaffst du es hier, den? Ah, okay. Okay, er war von zwei Zielen gleichzeitig abgelenkt. Zuerst kam noch ein Flugzeug. Oh, was haben wir hier? Da ist die Panzerabwehr. Die ist aber für ihn außer Reichweite. Ja, da zieht er sich direkt zurück. Okay, hier vorne die Panzerabwehr. Hat die... Der hat keine Sicht auf diese Straße hier. Dann könnten wir uns hier ranschleichen. Vielleicht kriegen wir das jetzt noch hin, wenn er jetzt nicht beim Rückzug zerschossen wird. So, das hier sieht ganz gut aus. Ja, erste Infanteriegruppe ist Geschichte. Unsere Infanterie kann eigentlich relativ leicht vorrücken. Dann, nee, ich möchte erst mehr Artillerie haben. Fährst du halt nur hier hin? Mehr Artillerie, Leute. Werdet ihr erst nachgeladen? Ja. Dauert noch. Okay. Egal. Schon mal feuern. Da muss Artillerie in die Ortschaft.
So, das läuft. Der LKW auch da unten hin. Ja, die halten die Infanterie hier weiter zurück. Das ist gut. Aber warum brechen die immer das Feuern ab? Wahrscheinlich, weil die gerade so in Sicht sind. Ja. Okay. Na, kommt schon. Feuert. Immer rein da. So, du bist auch da. Kannst aber noch nicht. Du fährst dann halt erstmal nur dorthin. Dorthin. Hier passiert jetzt gerade erstmal nichts. Ich schicke diesen Panther mal vorsichtig ein Stück weiter vor. Hier ist eigentlich auch alles in Ordnung. Oh, hier kommen zwei Panzer angefahren. Die hat er von hier nicht im Blick? Ah, die sind einfach nur außer Reichweite. Die sieht er schon. Okay, dann du hier vorrücken. So, feuert ihr auch, oder? Irgendwie noch nicht. Na, du hast hier den Feind gut im Blick. Hier oben ist alles gut noch. Ja, wenn man jetzt wüsste, wo hier die feindliche Infanterie ist. So, wir holen uns den nächsten Panther dorthin. Artillerie kommt. Der Feind zieht sich zurück. Unsere Artillerie feuert weiter. Oh, die haben hier feindliche Infanterie ausgeschaltet, sehr ordentlich. Und der Feind ist auf dem Rückzug. Dann hier haben wir noch Feindkräfte. Können wir dich da irgendwie drauf ansetzen? Ja, können wir. Probier mal. Munitionstransporter leider ausgeschaltet. So, dann setz den mal zu hier. Ah, ging daneben. Schade. Haben Sie den Panther echt geknackt? Leute, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Was sind denn das für Blechbüchsen hier? Shermans, okay. Okay, er hat da auch welche im Blick. Ja, Fahrer verwundet durch einen Splitter, aber ansonsten ist da nichts passiert. Ja, und wie man sieht, wir drängen sie zurück. Aber wir können, das ist das Traurige, wir können nicht zum Gegenangriff übergehen, weil wir nicht genug Kräfte haben. So, da haben wir einen Panzer zerstört. So, Munition gibt's hier nicht mehr? Nee.
Weiter vor. Du rückst auch weiter vor. Hier kriegen wir Unterstützung. Das ist gut. So, komm. Knack den. Na, der fährt aber weiter. Dann hier auf die Infanterie. Schießt aber wieder daneben. Dann hauen wir nochmal Artillerie hinten rein. Okay, da oben haben sie wieder einen gekriegt. So, hier auf den sich zurückziehenden. Ah, Besatzung ist außer Gefecht. Weil wir hier Infanterie hatten. Die haben uns wahrscheinlich mit Granaten eingedeckt. Ja, es befindet sich gerade auf dem Rückzug, aber wir können hier noch den nächsten Panther reinschicken. Das machen wir auch mal. So, und an für sich stehen wir jetzt im Moment gerade relativ stabil da, ne? Ja. Die Artillerie, die hilft uns hier jetzt wirklich. Okay, das ist vielleicht ein guter Moment, um hier jetzt nochmal abzuspeichern. Der Feind macht momentan einen Punkt. Und was mich wundert, ist, dass hier jetzt nichts kommt in diesem Moment, ne? Wir schicken den jetzt mal hier weiter nach oben. Okay. Gut, Leute, ich werde an dieser Stelle nochmal abspeichern und dann werden wir von hier aus in der nächsten Runde weitermachen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben sehr viele feindliche Truppen ausschalten können, mit relativ geringen eigenen Verlusten. Da machen wir in der nächsten Runde weiter. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffen wir, dass wir hier in der nächsten Runde weiter vorankommen. Also, es ist und bleibt immer schwer. Man muss auch die kleinen Erfolge hier zu schätzen wissen. Und ja, kleine Erfolge haben wir in dieser Runde definitiv erringen können. Mal gucken, ob wir es schaffen, den Feind so weit zurückzudrängen, dass wir Punkte machen. Das wäre natürlich jetzt mal eine willkommene Abwechslung, besonders da er nur noch 180 Punkte braucht. Okay, gut Leute. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.